Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vorzuweisen 4. Heute wieder ein Multiplayer-Format. Heute schieben wir alle JK auf diesem Kanu raus aufs Meer. Nein, wir spielen heute Lost In mit einem super viel spaßigen Format, glaube ich. Mit dabei heute ist auf jeden Fall JK Gaming, Gizmo, Justin, Nitzfieber, Orcards, Cracks und Sören. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Servus. Findet ihr das Format das spaßig? Ja. Wenn man sich auf der Karte ausgeht und mit einem anderen beim verloren sein zukommt. Ich finde es allein schon lustig, wenn man als erster da steht und dann so einen wie dich sieht, der irgendwo in den Highlights rumkreuzt, obwohl man zum Strand muss. Weißt, okay. Ich bin noch nie über die Highlights gefahren. Also. Tschüss, Sören. Genau, wir haben ausgelost. Was passiert hier? Wir haben ausgelost, dass wir Retro-Supersportwagen fahren auf S1900. Jo muss natürlich wieder sein Fitment zeigen, weil seine Reifen, beziehungsweise seine Felgen bündig mit seinem Radkasten abschließen. Taxi, Alter. Guck mal. Ey, meine Räder bei meinem Enzo stehen einfach so unfassbar weit ekelhaft innen, ne? Und man kann bei dem halt keine Spurverbreiterung machen. Ja, könnten wir uns weniger übers Autobau unterhalten und mehr übers Fahren? Ja, was ihr gerade hier nicht könnt, was macht ihr? Junge, ich back mich in den Boden. Gut, dann los mal aus, wo jeder startet. Jo, also. Nein, gib mich durch. Gib mich. Leute, Ruhe jetzt. Leute. Karte komplett aus, ne? Boah. Ja. Hey, das ist ja geil. Startet beim Dorf, also in Ambleside. Wer? Gizmo. JK startet am Strandhaus. Dustin startet im Dorf. Also hier. Nicefiber startet an der Villa. Okart startet am Strand. Warum auch immer. Sören startet am See, also VIP-Haus. Nico startet an der Villa und ich starte am Strand. Jawohl! Jetzt muss ich mit Nikos starten. Dass er mir hinterher fahren kann und das leichter Ziel findet. Alter, hoch! Ja. Er braucht halt eben ab und zu mal ein bisschen Abhilfe bei einigen Sachen. Also der Enzo hat ja eine komische Form, aber von hinten sieht er jetzt gar nicht so verkehrt aus. Ach nein. Ja. Schon echt breit. Okay, wir müssen. Warte! War chillt doch, das ist noch nicht mal jeder da. Ja, okay. Ja, ich würde mal neu los, Leute, jetzt weißt du's. Alle bereit? Ja. Wir müssen zum Railyard, also zum Betriebshof. Ja, easy. Achso, geht's schon los? Ja. Ja. Fuck, da bin ich ja gar nicht so weit weg vom See. Jetzt ist Tom wieder vor mir. Ja, Transit! Strike the Windschatten. Warte, das mit einer Transit? Transit! Nicht Transe, ich weiß nicht, was du unter Transe verstehst. Du hast Transe gesagt. Also nein, Transit! Du hast Transe gesagt, eindeutig. Transe, du Spaß. Aber wisst ihr, was schön ist? Ich hab. Ich habe in meinem Ferrari F40 eine Ladedruckanzeige. Mein Ladedruck ist aber so hoch, dass sie bei 0,8 Bar wieder abfällt. Ah ja. Das sagt schon mal einiges aus. Zoom! Ja. Das ist Nico, dein bestes Stück fällt bei über 0,8 Bar Druck auch wieder ab. Also ich will in meinem besten Stück keine 0,8 Bar Ladedruck haben. Also ich weiß nicht, wo drauf du stehst. Genau, ich glaube, das reicht vorher. Sören! Du scheiß Peter, der hat sich doch geportet. Nein, ich bin einfach am See gestartet. Ich hab die falsche Einfahrt genommen. Oh, ich sehe euch da hinten schon kommen. Das lass ich mich hier nehmen. Oh. Fuck, wie durch die Fall. Oh nein! Ja, Nico, Alter! Nico! Nico ist einfach offroad gefahren! Nein, ich bin abgeflogen! Es gibt da einen Nico, Weg. Ey, yo! Es gibt da von der Straße einen warte, kleinen ich. Weg in den ja, ich fahr nochmal. Ich fahr ja nochmal weiter. Das Gefahrenschild. Fahren wir nochmal von hier aus. Ich gibt den direkten Weg, Alter. Nico, du musst nochmal zur Straße zurück. Ey, Nico, ich bin ja hier abgeflogen. Nein, du bist einfach komplett querfeld eingefahren, das hat man gesehen. So, bin wieder da. Nein, Nico, du warst nicht war weg. Schon unten. Doch. Ich glaube, Platz wird niemals vor mir ankommen. Nico ist schon wieder ist sowohl vom Platz querfeldein weggefahren, als auch vom querfeldein wieder zurück. Nein, Alter, ohne Spaß. Ja, wo drin? Naja, wir haben ja Videobeweis hier bei Nico. Richtig. Ja, bei Nico.
Ja, nicht dafür, dass du aus dem Fenster durch das. Ja, ich werde einfach letzter. Ich fahre jetzt einfach nochmal. Du kannst aber auch mit Gern hinterher fahren. Ja, und du fährst den Weg zurück zur Hauptstraße. Du fährst den Weg von der Hauptstraße auch wieder hierher. Hunter Drift hier an der Stelle und weggedreht. Fuck. Oh, ich schon wieder so ein Random mit seiner scheiß Viper. Also ich bin auf jeden Fall erst. Na gut, ich werde Zweiter, oder Dritter. Nee. Du bist Zweiter, Nico ist Letzter. Ja. Easy. Hier muss ich rein. Egal, ob Nico jetzt als Dritter wiederkommt, er ist Letzter. Einfach, weil wir es können. Oh, da kommt der Spitz. Das ist dein PC. Ich weiß, wie die anderen los sind. Scheiße. Einer eine ist nicht los. Scheiße. Hier ist nur das Zelt. Jack, hey, du bist da. Jack, hey, du mir. Ey, an den Enzo. Das war. Förster. Hä, hey, was hab ich denn gemacht? Justin, weißt du, wo der Betriebshof ist? Ich hab gar nicht. Ja, einfach mal hoch. Und Tom, du? Ja. Wann ist das? Das ist sehr unsicher. Die nächste nach rechts. Ey, du meinst gerade der Enzo, ich hab gar nichts gemacht. Jungs, wir stellen uns aufs Dach. Stellen uns aufs Dach. Also. Der Enzo ist bei mir voll über die Schienen rüber. Da musst du jetzt rechts. Weil er eine einzige Schiene genommen hat. Oder war ich Zweiter? Ich war schon lange da, ich bin Erster, Gizmo. Ach so. Ich bin einfach gerade zurückgefahren. Ja, ich bin Zweiter. Dann bin ich Dritter auf jeden Fall. Ich bin angekommen. Well, fuck. Gut, auch noch irgendwer. Nico. 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 Nico! Ich kann mir so ganz gut die Deutschlehrer bei ihm in der Klasse vorstellen. Nico, Tag! Ah ja! Stopp! Alter, jo! Ich bin schneller! Also, sind jetzt alle da? Moin! Ja! Ja. Great. Das Ding ist so, ich sag so, Nico! Ah, Alter! Weißt du, Google springt an und sagt erstmal, ja, laut Wikipedia, wer ist Jude? Okay. Ist auf deinen vorherigen Suchern. Nein! Leute, nächste Runde. Gizmo startet am Dorf. AK startet am Strand. Justin no, nicht am Dorf. Wieder. Nice Fiber am. Ein Nice Fiber am See, Tom an der Villa, Sören am Strand, der bedeutet am Dorf und ja, meine Wenigkeit startet ebenfalls am Dorf. Alter! Am Strand, ey, Junge. Willkommen am Strand, an der Nordsee. Und Locke ist aus, also am Norddeutschen Strand. Sind die Fische im Wasser selten? Na, na. Es ist eigentlich Zufall, dass wenn man die vier Abkürzungen für die Himmelsrichtung, also NOSW, und das W weg ist, dass es dann NOS ergibt. Ja, NOS darfst du niemals im Westen verwenden. Junge, bester Gamer. Also, stehen alle an ihrem Startpunkt? Ja. Ja. Dann, hallo, JK. Das Ziel ist. Hi. Das White Horse. Ja. Wow. Also, dahin. Oha. Alter, du liebe Missgeburt. Hä, das White Horse? Ich kenne die Kreuzung. Nico schiebt dich in der Kurve in der Blitzerzone erstmal auf Rot. Tschüss. Es gibt einen Aussichtspunkt, der steht direkt am White Horse. Ja. Alter. Ich plädiere darauf. Wo wollten ihr hin? Aua. Wegen Abdrängen. Da gibt's keine Regeln dazu. Kann mir einer helfen? Kann mich einer helfen? Helf mich. Tipps, ja, ich kann helfen. Lost, ich kann keiner helfen. Grüße gehen raus an Daniel. Kann mich einer helfen? Nein, das ist nicht an der Kreuzung. Ihr müsst alle direkt zu dem, zu dem Aussichtspunkt hinfahren. Genau. Also einfach nur an die Kreuzung zählt nicht. Komm, gib alles, Enzo. Komm, gib alles, Enzo, mach was. Wem ist der vom ganzen Norden? Steh auf deinem Grab aus, mach Dickel, Alter.
Enzo, komm aus deinem Grab. Alter, also, das ist so weird, wenn du halt einfach keine Karte an hast und nicht weißt, auf welcher Straße du dich gerade genau befindest. Oh, das ist Justin. Da war Justin. Ich bin nicht komplett abgeflogen. Ich muss einfach extrem runterbremsen, weil ich halt durch den vielen Sturz in meinem Stand. Ja, mein Top, ich hab. Du hast Probleme, mein Topspeed beträgt 300. Das war doch falsch! Nein! Es wäre so geil. Gizmo, du bist auf die Unbekannte abgebogen! Hä? Hält nicht. Unbenannte, nicht Unbekannte. Ich bin da! Ja, ich auch. Ja, ich auch gleich. Ich bin nicht auf die Unbenannte abgebogen, aber ich bin gegen den Baum gefahren. Ich bin auch da. Achso, deswegen warst du auf einmal weg. Weiter. Ja, ich bin aus dem Weg. Ich bin verboten. Ich bin Erster. Da ist Nico. Nico fährt vorbei. Nein! Ah, bremst doch! Ist er da oben? Scheiße. Ey, sei. Ach, Nico. Vergiss es. Nein. Boah. Du Scheiße. Ich lass mal ins Pause-Meeting. Okay, Pascal ist gerade auch auf einem guten Weg. Ich wundere, dass halt mein Ferrari einfach hier so stehen bleibt. Das ist so hier oben. Bei Thomas. Ja, er braucht Justin du halt fahren. Paar Minuten. Er hat aber noch Greg, Chancen, sich zu verfahren. Notierst du dir das eigentlich, wer erster... Also, da nein, weil Lambo, das ist eigentlich egal. Los. Es geht hier nur um den Spaß. Es geht nicht darum, wer immer als erstes da ist. Weil vor allem ist es halt auch teilweise unfair, weil jetzt wie Pascal, wenn der halt von ganz im Norden wegfahren muss... Ich wusste ja exakt, wo welchen Weg ich fahren muss. Ich habe auch den schnellsten genommen. Trotzdem bin ich dran. Ah, so Orkart, war das etwa eine Hauswand? Das war ein Lag von meinem Spiel. Ja, der Lag hat dich doch die Abfahrt gekostet. Okay. Nice Five wäre der nächste und Orkart der letzte. Ja. Orkart ist nicht nur der letzte, er ist auch das letzte. Big Uff. Es geht schon wieder los. Müssen wir uns immer gegenseitig fronten, ihr scheiß Idioten? Jetzt eigentlich schon wieder dieser El Monkey 2821, Junge. Okay, jetzt rechts und dann nochmal rechts und dann wieder links. Okay, dann hat er. Hey, es steht keiner direkt am Tipps Tipps erst nach 5 Minuten. Also doch, ich stehe genau dran. Ja, ihr seid bei mir nur von der Distanz ist sichtbar. Ich glaube, okay, wir fahren gerade alle durch mich durch. Tom, wir geben einfach schon mal die nächsten Ziele. Wieso fahren sie alle durch mich durch? Nein, ich würde es aber probieren. Ich war ja gerade aus dem Durch. Wo ist denn Tom überhaupt? Tom, wir warten, bis der letzte kommt. Oh. Tom, dreh um! Ja, jetzt rechts rein, dann geradeaus durch. Zweimal rechts ist nicht einmal geradeaus und dann rechts. Jetzt musst du links. Nein, du musst geradeaus, Alter. Och, Jungs. Alter, hört auf, du folgst jetzt der Straße einfach. Achtung, Tom, du fährst falsch. Gizmo, die glaube ich gar nichts mehr. Aber Nico, oder? Oh, Tom, das ist eine gute Entscheidung. Gizmo einfach gar nichts mehr zu glauben. Hör ihm einfach nicht mehr zu. Ja, blockier das ist ihn einfach. Die allerbeste Entscheidung. Ja. Oh Gott. Nico, hol mal bitte den Besen raus. Besen? Ja, da ist die Kurve. Warte mal. Ich höre so ein Rubbelgeräusch. Was? Ich hörte dich gerade an, als ob sich irgendeiner einen runtergeholt hat. Tom! Da waren meine Kekse, die in der Verpackung rumgerutscht sind. Jetzt rechts. Das Set ist Nico, stark in ganz dir. Unten ist jemand, der heißt. Nein, oh Gott. Nico, ganz unten ist jemand, der fängt mit G an. Da machst du Rechtsklick drauf und dann steht da Client aus Channel. Bannen. Okay. Das erster. Jetzt endlich geschafft. Wow. Weiter. Okay, nächste Runde. Ich war nicht lost. Doch. 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 Ja, startet am See. Weil du mal ein Gedanke, du bist der Dumme. Villa, Justin am Villa Strand. Nice Fiber am Dorf. Strand Tom ist Strandhütte, oder? Sören an der Villa. Nico am Liga. Dorf. Und meine Wenigkeit am See. Ich bin Nico ist ein richtiges Dorfkind, ja? Strandhütte, oder? Ja, Strand ist einfach das Strandhaus. Okay. Nico ist halt und so typischer Dorfkind. Ein Blenden. Ja, mit dem Dorfinternet. Ich bin ein Dorf. Richtige Telekom-Leitung hier. Ja, Nico, du bist ein Bauern. Nico, du bist nicht mal ein Bauern, Junge, du bist auch Bauernopfer. Oh. Ein richtiges Dorfkind. Ganz ehrlich, bei Nico schreit es noch nicht mal mein Michael Jackson oder katholischer Priester. Also, Leute, sind alle am Startpunkt? Ja, Nico, bei dir kennt sich jeder...
Nico, bei dir kennt sich kennt jeder jeden und auch nicht nur von außen. Gell, das Seehaus ist doch am Seezelt. Gell, das Haus am Lake Lodge, also das VIP-Haus. Was? Das ist das Ziel. Nein, das ist das ist ein oder andere. Okay. Der kleine Bass. Will ich auf Gold starten? Das Ziel ist der Weg. Durban Reservoir, der Aussichtspunkt. Was? Einfach hören mit der Band. Das war nicht der Aussichtspunkt Durban Reservoir. Ah, ich habe meine Kamera geändert. Hilfe. Das ist natürlich für die Leute, wo am See starten. Hören. Sehr schwer. Ja. Sehr, fuck, sehr auf welcher Seite vom See ist das? Kacke. Ah ja. Okay. Ach Kacke, nein. Fuck, auf welcher Seite ist Leute, das? Leute, es gibt übrigens zwei Punkte. Eines ist Durban Water und einer ist Durban Reservoir. Und was ist das, was wir suchen? Durban Reservoir. Durban Water ist oben okay. beim Ich glaube auf Deutsch heißt es Durban Staubecken, was glaube ich auf Deutsch. Ja, Durban genau. Staubecken. Tom, das ist Set stark in dir. Moin. Mega stark, aber warte mal, der hat kein Set. Es geht ja nur um das Z. Genau. Ich hab einen anderen Namen mittlerweile von Jackie. Darf ich über den Staudamm fahren? Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein, darf ich. Dann nehme ich den Weg. Das ist für Offroad, das ist Wasser. Stimmt, fuck, bin abgerutscht. Kack, auf welcher Seite, auf welcher Seite, auf welcher Seite, auf welcher Seite? Ja, okay. Auf welcher Seite? Nein, der ganz links. Hier ja, auf der linken. Ah, da war genau. Gerade sogar das Schild. Also auf der Ostseite. Da ist der Startpunkt. Au. Kleiner Tipp, wenn ihr mal wirklich so richtig lost sein solltet, guckt euch einfach die Schilder an. Und passt auch Bäume auf, die stehen hier ganz so gemein rum. Das ist doch hier, oder? Alter, ich hab Gizmo eingeholt! Das ist nicht passiert. Das ist nicht hier. Sören, wir sind auf der falschen Seite. Wir sind doch auf der falschen Seite, Alter. Das ist auf der falschen Seite. Kacke, boah, scheiße. Nico, du hast Gizmo auf den Bauch genommen. Hä? Warte. Wir sind wenn man nicht zieht, oh, ich bin da. Er ist da. Nee, Alter. Ich bin extra rübergefahren. Ja, ich fall jetzt zurück, ne? Aber ich war am Staudamm. Ja, aber raus zum Aussichtspunkt, Junge. Zöre. Wo ist der Porsche, der hinter mir war? Ich hab da genauso stark. Den Porsche hab ich sogar eingeholt noch. Ja, den hab ich in die Baum gedrückt. Nico, du bist immer noch das Letzte. Fighters Cracks. Tschüss, Nico. Hallo, JK. Ich werde immer schlechter. Erst war ich Erster, dann bin ich Zweiter gewesen, jetzt bin ich Dritter. Guten Morgen. Nee, du bist aber nicht so schlecht, aber auch. Ah, Nico. Dritter. Nico ist der. Ach, Null, das ist der. Als dann, Leute. JK, ich bin trotzdem vor dir da. Nico, ich bin vor dir. Oh, du weißt schon, dass du da drüber musst. Nico, du hast mich überholt und bist trotzdem nach mir da. Bist du? Ich bin erst da, hab vergessen, ich hab erst am Haus gebremst. Wir schieben ihn auf die Straße, vielleicht kommt gleich. So, wer ist jetzt hier? Justin oder Tom? Der Bus wird ausweichen wollen, leider Gottes. Ja, Nico, einer von beiden. Nico federt den Bus einfach mit seinem verschissenen Bauch. Komm schnell, JK, wir schieben ihn ins Wasser. Ich bin richtig. Ich fühle mich jetzt voll schuld. Nein, ich bin nicht runterfallen. Nico und Gizmo. Gut, ich war mir doch relativ sicher. Alter, ich gewinne gegen euch beide. Das ist traurig. Ich bin gefühlt der Einzige, der Heckantrieb fährt. Das ist deine Schuld. Gizmo, oh, nee. Hilf mir. Hilf mir. Was ist das jetzt? Ja, das ist deine Schuld, Bauer. Jawohl. Nein. Nein. Wie kannst du dann ohne ins Pausenmenü zu gehen die Map öffnen? Ich habe meine Controllerbelegung so gelegt, dass ich, wenn ich den Button mit diesen zwei Fenstern drücke, dass ich dann direkt auf die Karte gehe. Ey, das ist bei mir akzeptieren. Das ist bei mir rechter Stick. Also wenn ich meinen rechten Stick reindrücke, dann bin ich auf die Karte. Man kann die Controllerbelegung yo variieren.
Ja, aber du kannst sie eigentlich manuell einstellen. Also, weil dann sagt man dir, die Tasse ist nicht belegt, die Tasse ist nicht belegt. Doch, du kannst es extra einstellen. Das ist halt schon traurig, ne? Nee. Nein! Das geht. Ich hab mein Enzo versenkt. Ich bin der Einzige, der noch nicht gefallen ist. Wer fehlt denn eigentlich noch? Oh, Mio! God. Der kommt hier angefahren. Ja, ich bin unten. Oka, zeig die Seite. Offroad. Halt's Maul. Nein! Okay, dann sind wir alle da. Ich bin unten auf allen Vieren gelandet und trotzdem zurückgesetzt worden. Nee, ich bin nicht zurückgesetzt worden. Nächste Runde! Nico, du triggerst alle mit deinem scheiß Ah, oh Gott, okay. Alter. Der Teamspeak shirts ab. Ja. Startet an der Villa. JK startet am See. Wer startet an der Villa? Du bist hier. Dustin startet am Dorf. Nicefiber am Strand. Okart am See. Dören am Strand. Nico am Dorf. Und meine Wenigkeit am Strand. D ist Lake Lodge. JK, sicher, dass du nicht am Strand bist. D ist Lake Lodge. Nee. Perfekt. Tom, bist du überhaupt noch in der Kolonne? Ja moin, JK. Ich sag sicher, dass du nicht am Strand bist und du sagst nee. Ey, die Porsche-Brüder. Nee, das ist mir schon direkt zu blöd, Alter. Na, du? Na, nee. Der Einzige am See. Hallo, Lisa. Ja, Tom. Oh, nee, nicht Scracks, Alter. Alter, hör auf mich wegzuschieben. Okay. Kick down und Feuer. Dieses Auto hinter mir ist weg. Warte kurz. Sturz ich mal reduzieren auf. Stehen alle an ihrem Startpunkt? Ja, kick down. Okay, Ziel ist... Edinburgh der Castle. Der Glenfin Viadukt, der Weg, der Aussichtspunkt. Was? Glenfin Viadukt, Aussichtspunkt. Was ist das? Ein Aussichtspunkt. Deutsch? Glenfin Viadukt, so heißt es auf Deutsch. Das ist ein Glenfin. Ah, nee. Ihr sagt's mal auf Englisch, bitte. Glenfin. Ja, Glenfin, Deutsch, ich hab auch keine Ahnung. Ja, das heißt, glaube ich, auf Deutsch und Englisch gleich. Okay. Du warst hinter mir. Was ist ein Viadukt? Das ist richtig eklig, Alter. Leute, ich verrate euch nicht da. Darüber ist was Wasser ist ein Viadukt? Viadukt ist eine Brücke. Oh, ich weiß wo. Wasser. Was ist das wohl das größte Viadukt, was wir hier im Spiel haben? Wasser. Zug, wo bist du? Nein, ich bin nach vorne abgeflogen. Warte mal, die größte Brücke, die wir hier im Game haben. Ja, easy. Nein. Ich sag nur Angst, Potter. Wie fährst du lang? Warum bist du ausgerichtet? Ich fahr den sicheren Weg, nicht den schnellsten. Auf dem sicheren Weg, da weißt du nämlich, wo es lang geht. Auf dem schnellsten. Ich war auf dem schnellsten und sicher. Verfahre ich mich. Griff ein Stück Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Komm, hier ja, wo hier ist. Was hat denn hier in der. In Vorsat eine Sache mit Harry Potter zu tun? Das ist, ja. Das ist die Zweckbrücke. Zweckbrücke, genau. Das heißt, diese Zweckstrecke im Festival. Das hat damit zu tun. Ja, ja, wegen ihrem Trabi, ne? Weil er so schnell ich war. Ich fahre mal die Timur-Strecke. Ups. Das ist eine Scheiße. Ich glaube, ich bin noch Alter, oh Gott. Was hat hier in dem ich Game. Ich falsch abgebogen, Alter. Mit Harry Potter zu tun. Lass Tom einfach mal so in Ruhe. Lass ihn ich sehe das selber schon am Horizont, Jungs. Ich sehe das schon am Horizont. Ich auch. Und nach 5 Minuten kriegt er dann Tipps, wo es ungefähr ist. Nein. Ich bin abgeflogen. Wieso fahre ich die Teamwurst-Strecke? Ich bin abgeflogen. Easy. Oh. Ach so, ja, Nico, wisst, Nico, ich weiß, was du aber meinst. Aber ihr wisst schon, Alter! Da ist schon ihr wisst wieder ja, wo das Ziel ist. Ich bin auf dem Dach. Hier hätte ich ja rüber gemusst über die Brücke. Ich bin abgeflogen. Muss man auf die Brücke fahren? Ja. Nee, es gibt einen Aussichtspunkt. Da muss ich hin. Genau, so muss Tom, der Aussichtspunkt ist auf der Brücke, Alter. Warum fliege ich denn dauernd ab? Ich bin abgeflogen. Oh, scheiße. Mir kommt der Zug entgegen. Oh nein, Nico, du hast verschissen, glaube ich. Irgendwie. Das scheiß Ding. Mach hin, hier ist Fortsat online. Oh Mann. Warte, ist der nicht hier irgendwo? Ich weiß, wo er ist. Jackie, komm mit. Ich weiß auch, wo er ist. Nicht aber mir dauert es halt noch ein bisschen, bis ich da hinkomme. Das Problem ist, dass der im Fortsat ist, ne? Woher wisst ihr das?
Das bei dir. Mein hier ein scheiß Luftschiff? Oh, geil. Ach nee, warte, das machen wir anders. Das machen wir mit Stil. Ey, ich rutsch die ganze Zeit mit Eis. Auf. Willst du es machen? Ja. Nee, das ist ein Rennen. Was am Stehen oder? Boom, Gizmo. Gib mir. Ich bin lost. Einmal quer über die Map gefahren. Ich bin einfach erst Richtung Festival und dann doch wieder in die andere. Kacke, Alter. Ich glaube, eine andere Route wäre eindeutig schneller gewesen hier bei mir. Ich rutsch die ganze Zeit auf. Oh, da Jungs, guck mal, da kommt ein Zug falsch rum. Mit Steel. Bei what? Du bist früh dran. Lol, it's Tom, hatte ich dir nicht was über das scheiß Pfeifen gesagt? Hab ich nicht, was? Nee, ich bin gerade nicht beim Fahren. Und wie hieß es nochmal? Glenfin Viadukt. Hä? Nimm Glen Rannoch. Das ist doch ein großes Berg. Fahr jetzt einfach über den. Hä? Wie ist das denn? Oh oh. Ich sehe hier nur das verschissene Schaufeln. Ja, denn ich bin auch der Meinung, das war da, aber ich fahr mal weiter. Nee, das ist aber da nicht. Yes. Also irgendwie sind wir jetzt alle hier irgendwo. Also wir sehen alle. Ist irgendwie an einem Pfosten von denen allen da oder was? Es ist an einem ganz besonderen Pfosten. Ja, nämlich an einem Vollpfosten namens Ocar. Genau. Alright, alright. Ah, du hast Tom als Buddy eingespeichert. Das erklärt einiges über dich, Gizmo. Hä? Wobei wir wissen schon sehr viel über dich, was. Gizmo, ich möchte leider nicht. Ich war sogar richtig. Ich bin abgeflogen, immer noch. Jo, das ist da unten nicht. Ich habe aber eine Vermutung, wo es eventuell noch sein könnte. Folge mir. Zeig euch gleich, wo das ist, wenn ich da bin. Oh nein, du weißt noch. Ihr irrt halt, es irren halt wirklich alle hier rum. Nein. Nee, ich weiß mittlerweile wo lang, aber ich bin gerade einmal wieder falsch abgewogen. Ich weiß nicht, ob ich da hätte schneller hinkommen können. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist so, jetzt haben wir einmal die Andi-Gedächtnisbrücke. Rum das Ding ins Eck. Jetzt nochmal die Andi-Gedächtnisbrücke einmal mitnehmen. Hä, Sören, wo bist du? Ich komme von der anderen Seite. Wieso? Ich hätte einfach hinterher fahren können. Ich bin einfach komplett einmal außen rum gefahren. Von der anderen Seite. Nein, oh nein, oh nein. Au. Au. Das sieht so witzig aus, wie halt alle Punkte irgendwie waren. Abgeflogen. Ja, auch. Das kann doch nicht sein. Ich bin da. Ach so. Ich bin da. Also der aus, Gizmo, ja. Da gibt's eine Straße hin. Ich war eins da oben drüber und ich suche und suche. Ich so, ey, ich find's nicht, ne? Ich bin einfach eins oben drüber. Da. Nein, ich weiß, wo es ist. Dreh um. Also ich wäre erster gewesen. Alter, da unten. Ja, Gizmo kugelt halt noch mehr Offroad. Ich war direkt gegenüber, da oben war ich. Und ich hab da über oben gesucht. Sören, du bist hier sehr falsch, ne? Also zwei Sachen, entweder auf dem Offroad oder auf dem Schotter. Und auf dem Offroad oder Straße. Ich komplett dann falsch bin. Ja, das ist hier die Frage. Bis auf der Straße. Seht ihr was, ist euer Boden fest oder unfest? Momentan fest. Nein! Jawohl, Gizmo schafft es auch. Gizmo, cool. Das war aber... Gehen baden! Abgeflogen. Ja. Geradeaus weiter. Ich bin baden, Jungs. Soll das? Ja, Nico. Das? Weißt du, wenn Nico merkt, es geht mal wieder auf Weihnachten oder auf seinen Geburtstag zu, jawohl, denkt er sich, es wird mal wieder Zeit zu duschen. Nico. Jetzt mal ja. Rein. Da gibt's einen Weg. Nico. Ja, Flugweg. Alter! Nico, du fährst bitte Geld wieder unten zur Straße runter, wie vorhin beim Bahnhof. Oder du bist einfach gleich letzter. Ja. Tschüss! Verpiss dich! Piss dich, Alter! Und räum Okat bitte noch mal einmal runter. Aber JK, also das ist aber auch gleich ein Proto-Finish. Ja, natürlich ist ein Punkt, wo man nur Offroad hinkommt. Sören! Pass von der Stelle aus, wo ich abgekürzt habe. JK ist nicht der Erste. Nein, ich war Dritter. Stimmt, ich verzweifle. Hängen die hier immer noch? Ich war böse. Hallo. Chef dir! Nein! Der K hat mich ins Ziel geschoben. Nein, ich war ganz runter. Nico, Alter, du Bestie. Ja, damit sind dann jetzt alle am Ziel.
Ja, ey, Nico, dich, Alter. Oh Gott, ich hätte den ersten Platz machen können. Easy. So. Piss dich, du und so. Piss dich, Alter. Runde. Alter. Bowling, Alter. Piss dich, Alter. Ey, warte mal. Startet am Strand. Lass mich raten, ich starte am Dorf. Startet am Dorf. Ich starte Porsche. Dorf startet an der Villa. Nice Level startet am See. Tom startet an der Villa. Sören startet am See. Nico startet an der Villa und ich starte an der Villa. Wusste ich doch, dass ich am Porsche starte. Bin ich der Einzige jetzt am Strand? Ey, JK, ja, hoffentlich. Du auch wieder an der Villa. Am See meine ich. Nee, ich bin am Strand. Und dann ist Bamburger Castle das nächste Ziel. Das Bamburger Castle. Ja, das Hamburger Castle. Das Hamburger. Das ist jetzt richtig geil. Hamburger Castle. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal das Viadukt. Ja. Jetzt, wo wir alle kennen und ich wette 90% von uns, Tom, wird es immer noch nicht finden. Wisst ihr, was witzig ist? Ich bin einmal über die Brücke halt drüber gefahren, weil ich dachte, das wäre da oben. Ich wusste ja instant, wo das erwartet. Ja, ich bin auch lang gefahren, denk mir so, nee, das kann doch nicht sein. Weißt du, fliege ab. Komm, Kickdown, mach hin, ist Greg. Und kommst genau runter ab. Alle sind ab ihrem Startpunkt. Dann nächstes Ziel ist. Am Leuchtturm. Die Jägerhütte. Oh, die Jäger. Ja, in den Wald. Ja, dann müssen wir aber ja hin. Offshore. Ja, Leute. Das ist mein. Es gibt einen Punkt, wo man Offroad fahren muss. Du weißt ganz genau, wo ich hin muss. Ich auch. Ich hab natürlich meinen blauen Porsche tiefer gelegt. Nein, wir sind nicht falsch gefahren. Wir sind nicht falsch gefahren. Wir sind genau richtig. Ich weiß nicht, Nico, weißt du, wo du hin musst? Ich hab mir das in der letzten Lost-In-Folge angeguckt danach und hab mir das dann einfach gemerkt, wo das ist. Da gibt's einen direkten Offroad-Weg, das ist voll gut. Tom, weißt du, wie du an das Haus hinkommst? Ja. Warte mal, Huntsman Lodge. Ja, die Huntsman Lodge, die Jägerhütte. Hey, mich hat gerade einer eingeladen. Warte, ich glaube, wir müssen zum Wasserfall, ne? Ja, mich hat gerade auch jemand eingeladen. Ja. Mich nicht. Nein, Nico! Nein, das Mini! Halt keiner einladen. So, und jetzt halt ruf, gib mir Kindergeld! Ja, ich bin zu fame, dass er mich einladen will. Genau, du bist ja auch offline gewesen. Nico? Ja, genau. Ja, es ist ein Offroad-Weg. Es gibt einen Weg dorthin. Interesting. Das heißt nicht, dass du komplett Offroad fährst. Ja, ich bin wieder von mir drüber geflogen. Ja, wir folgen. Ja, der ist einmal komplett Offroad. Ey, stimmt gar nicht, da unten ist auch der Weg. Warte. Ach, ihr seid schon da? Der liegt voll schnell irgendwie da. Ich hab auch gedacht, ich bin. Hey, ja, das ist die Map, wo wir heilen. Ey, das ist so ätzend, ich hab ganz Ried, ne? Jude! Du weißt halt, wäre es geschehen, wenn du hier links sofort hochfährst. Ich glaub, es wäre sogar noch schneller. Ich kann F40. Nein, warum? Ja, aber Jungs, genau zur Hütte hoch gibt's keinen direkten Offroad-Weg. Ja, deswegen ja, den Weg. Ja. Guck, da gibt's so einen Trampelpfad, der nicht eingezeichnet ist. Den, Ja, wir sind halt hinten noch. Ich wette, keiner von uns kommt da hinten. So, ich bin gleich an der Hide and Seek-Map itself. Da bin ich schon drin. Tom! Was? Z-Man. Ich überleg grad in welchem Wald, hier sind zwei. Alter! Ja, nimm den zweiten. Ich bin gleich da. Da geht's auch nicht hoch. Ich auch. Ich baller einfach, wer fällt ein? Ich hab nur was geschaut. Leck mich doch fett. Da war hier schon richtig. Ich bin nur falsch rausgefahren. Da ist der Trampelfahrt. Ich weiß, erste Runde Hide and Seek im Wald. Weißt du, Nico so, oh, hier ist ja ein Haus. Ich bin direkt da. Everyone else fuck. Ach, das ist ein heiliger Scheiß. Mein Enzo freut sich richtig geil. Hi. Ey, Junge. Ich bin erster. Also mein Enzo, das Auto irgendwo freut sich. Wie konntest du schneller hier sein? Ich bin da. Einen gezeichneten Weg gefahren. Warte. So. Oder ich bin halt den richtigen Weg gefahren. Du bist doch hier, du bist doch an der Kreuzung geradeaus gefahren, oder? Nein, das war ich. Gehen. Ups. Beziehungsweise ich bin hier hoch hat begegnet, Jungs. Ja, wo seid denn ihr hochgefahren? Herr Lull, ich bin von der anderen Seite gekommen. Verpiss dich. Ah ja, du bist gekommen von der anderen Seite, aber bitte nicht mit der Ballade. Du kannst von der anderen Seite gar nicht da rankommen. Doch, doch, da ist auch ein Trampelpfad. Komm, komm. Ich bin aber komplett eingeballert. So, wo ist denn der Rest? Hinten ist doch einer. Wo bin ich? Du kannst nicht von der anderen Seite ranfahren. Sören, du musst links. Da ist auch noch ein Trampelpfad, du wirst voll sehen. Ich bin da drüber gefahren. Ey, Sören. Rokat wird's nicht schaffen. Wer ist denn jetzt schon da? Da ist Nice Fiber, da ist Gizmo und da ist Tom. Das ist Mehmet.
als ich gekommen bin unten an die Kreuzung, war Tom... Du bist gekommen? Tom, von unten? Nein. War Tom immer noch unten an der Kreuzung irgendwo bei einem, irgendwo direkt neben der Straße rumgehört mit seinem Porsche. Das ist aber ein tolles Nummer, ein Schild zu hören. Das ist mein Wunschkennzeichen. Ist leider nicht mehr verfügbar, schade. Wünsch dir was. Mein Kennzeichen ist halt KSJK16L. So belassen, ich hab nur 65 kW im Rückwärtsgang, ne, weil ich keinen Ladedruck hab. Becky, sag mir, ob ich richtig bin oder richtig bin. Du musst umdrehen, Tom. Ja, nice, weil wir immer weiterfahren, ne? Also Tom, du bist komplett falsch. Tom, du musst umdrehen, du bist einfach im falschen Wald. Moin, Leute. Doch, du bist im falschen Wald, Tom. Ernsthaft? Hey, Gizmo, wo kommst du? Nein, bist du nicht. Ja, doch, du bist im falschen Wald. Wo kommst du? Als Leute wieder nicht herkommen, es gibt doch einen direkten Weg auf Outweg dahin. Wo kommst du? Gibt es nicht. Wo kommst du? Auf Outweg dahin. Egal. Wie kannst du hier von links einfach mitten aus dem Wald kommen? Da ist auch kein Trampelpfad. Doch. Trampelpfad ist. Der Trampelpfad geht hier lang. Ja, aber das ist doch kein Trampelpfad. Das ist der Fußweg. Ein Trampelpfad, was wir meinen, Trampelpfad. Ist diese Straße hier. Das hier ist mehr eine Straße, als das, was du da gefahren Weg. Guck mal, da unten ist ein direkter Weg. Ich bin Alle, die Offroad gefahren sind, komplett haben einen Regenbruch gegangen, weil hier ist ein offizieller Weg, den kann man easygoing entlang fahren, bis zum richtigen offiziellen. Ich sehe den Weg hier als Trampelpfad an. Ja, Trampelpfad auch von der einen Seite da, also der Trampelpfad ist gefahren, oder? Trampelfahrt im wahrsten Sinne des Wortes gehst. Ja, das ist ein nötiger Offroadweg, den musst du Offroad nehmen. Du bist immer noch im Falschen. Sonst kommst du nicht ans Ziel. Nee, ich halt's mal. Doch. Nee, aber du fährst falsch rum. Ich kann Channel sagen, dass du falsch bist. Nice, Fiber. Oh, klar, du fährst gerade tatsächlich in die falsche Richtung. Ja, du fährst echt falsch rum, also das sag ich sogar. Umdrehen. Ja, du musst dreh wieder, du warst eben richtig, du musst auf diesen ganz dünnen Pissweg fahren. Ja, du musst Du musst ja, und da weißt du, das ist sogar ein Schild. Alright. Du bist zu dem Haus fahren und dann fährst du geradeaus weiter und dann fährst du links. Alright. Und dann geradeaus. Und dann eigentlich geradeaus. Wir warten nicht auf Tom. Moin, nice. Hallo. Ich bin nicht auf Verlust. Ja, ich war schon da. Bin ich bei diesem komischen Scheißhaus und jetzt einfach nur geradeaus durch diesen Pissweg. Ja, jetzt fährst du geradeaus. Rechts, rechts, anders rechts. Rechts, zurück, 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 zurück. Also, wenn du es umdrehst, ist es links. Jetzt links, jetzt hast du links. Ich gehe einfach in die Drohne und fliege. Ich guck mal, ob ich Tom sehen kann. Nein, bleibst hier oben. Jetzt fieber du auch. Hä, wo bist du? Nein, das andere links. Ja, Junge. Tom, zurück, 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 rumdrehen, fahr zurück. Fahr direkt zu dem Haus hin. Fahr einfach direkt zu dem Haus hin. Und von dort aus fährst du jetzt geradeaus. Ja. Ich hab kein Grip. Dann die nächste links. Da ist so eine Y-Kreuzung. Links. Links. Jetzt links. 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 Ja, Junge. Rechts, das links, gleich, oder was? Der kann... Nein! Entschuldigung, jetzt mein Piel. Ich spüre in dir. Jetzt du brauchst mein Piel. Am Ende der Straße fährst du rechts. Rechts, das ist das, wo der Daumen links, links ist. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Weißt du, jetzt rutscht. Alle drauf, behalt die Klappe. Komm, in welche Richtung bist du gerade gefahren? Nach links. Jetzt muss es rechts. Jetzt muss es rechts. Nein, andersherum. Komm. Hier warum steht hier ein Auto? Ja, vielleicht ist das ein Indikator oder irgendwas. Jetzt musst du hier hochfahren. Ja, da, aua. Die Reifen. Ich komm hier nicht hoch. Aber tatsächlich, es gibt noch einen anderen Trampelfahrt. Jetzt geradeaus durch, mir hinterher. Jawohl, endlich. Gut, Tom, du kriegst jetzt einen extra Rang auf dem Discord, der Z-Mensch. Das Z-Mensch, okay. Wenn dann. Die Kompetenz los, nächste Runde. Kompetenzbestie, genau. Es ist Kompetenzbestie himself, Alter. Ja, wo bin ich? Startet am See. JK startet am Dorf. Halleluja. Justin startet am Dorf. Nice Fiber am See. Nice. Tom startet am Dorf. Sören startet am Strand. Nico am See. Und meine Wenigkeit am Strand. Also ich muss ehrlich sagen, dass Tom von entweder wurde er von der Kompetenzbestie gehatefuckt oder er hat die Kompetenzbestie hart gegessen. Und das zweite ist einfach so, er ist die Kompetenzbestie sein Vater. So, nein, er hat sie gegessen. Rollen. Max Kickdown, komm. Okay. Warte. Kompetenz, Bestie. Kompetenz, Hooray ist aus Aufnahme 1. Was, haben die jetzt erst angefangen? Nein. Was? Die haben jetzt erst angefangen? Nein.
machen hier schon die zweite wahrscheinlich. Okay. So, Moment, also. Ich muss Tom noch den Rang geben. Nein, der hat wirklich jetzt erst angefangen. Ey, ohne Scheiß. Ich sehe gerade, das ist voll uninteressant. Das war's komplett. Also die nehmen auf jeden Fall CVR auf und die haben jetzt gerade erst angefangen. Das bockt kein. Hallo? Hi Tom. Ruhe. Wo ist das fünfte, hallo? Der fünfte Zielort ist... Ich bin Tom raus. Ist raus. Aberseed Aussichtspunkt. Alter, Jungs, nicht losfahren. Tom ist raus. Ja, okay, alle stehen bleiben. Ja, da ein neues Ziel. Alter. Oh, warte. Ich bin... Warte. Ja, okay, dann aber der war trotzdem halt neues Ziel. Gewesen, das ist halt so ein Punkt, wo... Der ist richtig. Ja, das sieht zwar voll easy der gewesen. Nein. Doch. Ich komme, nein, ich bin drin, ich Kolonne, ja. Okay, so, dann neuer Zielort ist Bamber Castle. Ja, Mann. Unfairer geht's doch gar nicht. Chibi macht das lieber. Chef dir gleich schon. Alter, Tom. Guck mal, er macht selber. Ja, ich hab Lags. Ich spreche hinterher. Du kommst nicht hinterher. Nee, ich hab kein Topspeed. Das ja, Gizmo Offroad. Mhhh. Aua. Ist abgeflogen. Ja, er ist abgeflogen. Er ist komplett eingefahren. JK hops genommen. Also Bamber Castle, ja, der Aussicht. Dein Leben gerade hops genommen, du Honk. Alter, Gizmo fährt komplett Offroad. Er ist abgeflogen. Bamber Castle ins Castle reinfahren. Ja. Komm, wo bist du? Nee, Bamber Castle, der Aussichtspunkt. Ja, nein, ich find's anders. Reinfahren. Oder reinfahren, ja, dann fahren wir halt rein ins Castle. Nein, zum Aussichtspunkt. Nein, ja, du kannst nicht reinfahren, ja. Ich weiß nicht, du kennst, aber es ist ein Aussichtspunkt. Nein, der das ist heißt nicht im Castle drin. Jetzt halt doch auf Mausbrecks. Rokat weiß es nicht. Wir fahren jetzt einfach ins Castle rein, wenn gut ist. Wo ist er? Gizmo, ganz ehrlich, hör auf mit sowas. Viel Spaß. Gizmo, mach weiter mit sowas. Ey, Alter, das Ding ist richtig sollbein. Kann es sein, dass ihr mich aus dem Drifters rausmobben wollt? Ja, ich hab da jemand anderen schon in Aussicht. Wen denn? Na, ja, mir werdet ihr schon früh genug erfahren. Ich würde sagen, gehst du. Dören! Tom! Und lol, der hat's die Story haut Tom. Jay, glaub mir, dass er anders ist, was Gizmo gemacht hat. Ich fand ihn sogar noch kürzer. Der Zeit war ein bisschen noch. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin mir überlegen, ob ich übers Festival fahre, aber nee. Don't fuck this shit. Du bist da unten noch. Fuck this shit. Also ins Castle rein. Ja. Nein, du parkst. Halt doch die Fresse! Nico, du bist ganz falsch unterwegs. LOL! Wrong way. Nico, du bist echt los. Hast du keinen Topspeed? Jungs, Nico, über dir müsst jetzt so Rakete mit einem falschen Richtungzeichen auftauchen. Ich weiß, wo ich lang muss, Jungs. Ich kenn die Strecke. Ich lieb's Gefahrenschild, Jungs. Nein! Oh, Gott, JK fährt Offroad! Also Tom, am besten fährst du JK und Justin hinterher. Ich weiß, wo der Castle ist. Jemand hinterher. Der Castle. Das Castle. Ich weiß, wo der Deutschunterricht stattfindet, oder? Tom weiß wahrscheinlich nicht. Okay, da will jemand gemutet werden. Gizmo, ich find's übrigens super, dass du Nico... Nico, wo fährst du? Ich bin von ihm. Lass mich meine Strecke fahren, ich weiß, wo ich lang muss. Ich komm an. Gell, du fährst über Strandstraße. Du kommst wieder an. Weißt du, ob du schwommen musst? Nico, gell, du fährst über Strandstraße und dann rechts, ne? Kleiner Tipp, jeder muss um die Strandstraße fahren, zumindest ein kleines Stückchen. Nein. Doch. Nein. Nein, das ist doof. Na. Oh, guck mal. Kann es sein, dass ich direkt hinter Nico bin? Nico? Ja, du warst eben aber näher. Tom! Das ist heftig immer noch. Kann auch sein, dass einfach ein Random ist, der da vor dir fährt. Nein, das ist kein Random von Nico. Mein Spiel laggt. Es ist nicht mehr feierlich. Ist mir Junge, egal, Don Santana 7 und Pedado. Also ich wäre jetzt direkt am Castle, also direkt am Aussichtspunkt in Pfalz. Ja, aber reinfahren. Solange ich vor Gizmo bin, ist alles okay. Du raus aus dem Leben, Niki. Traktor! Danke für den Kamera. Nico, der Cake hat sich wirklich Tom noch ein bisschen abschieben. Darf ich den Sprung machen? Okay. Welchen Sprung? Easy. Na egal. Wahrscheinlich so. Gizmo, du musst gleich rechts abbiegen. Genau. Oi! Wenn ich jetzt, vor allem wenn ich das Scheißschloss von am Horizont sehe. Wenn du es am Horizont siehst, dann habe ich ganz schön viel Boden gut gemacht. Ich bin nämlich schon drin. Ja, das Ding ist nicht genau.
Gizmo ist einfach schnell. Gizmo fährt einfach. Ich fahre eine richtig Kackrunde mit mindestens zwei Fehlern und Gizmo ist trotzdem 20 Sekunden langsamer auf der Kiste. Also, ich bin diese scheiß Strecke und das scheiß Auto zum allerersten Mal gefahren. JK und Tom, was habt ihr gemacht? Warum steht ihr gerade? Hä? Ja, wir stehen nicht alle, ich bin da voll ab. Doch, ihr steht bei mir beide gerade in der. Jetzt steht Tom noch, JK noch in der Blitzerzone und. Nein! Ja, JK ist schon wieder gegen Tom. Oh, also, ihr bewegt euch gerade alle 5 Sekunden. Ich fahre gerade nicht die scheiß Strandstraße entlang. Jetzt bewegt ihr euch wieder flüssig. Alter! Jeet! Tom, also, ich bin jetzt ins Castle rein. Hätte klappen können. Ist doch irgendwer voll weit weg, oder? Der Kay, das ist echt traurig, dass Tom vor dir ist. Ja, das ist echt belastend, JK. Ja, du warst schon Erster. Was meinst du, wie oft der mich aber abgeschossen hat? Was? Hey. Der Traktor hat dich abgeschossen, du hast mich abgeschossen. Ja, und du bist Nico, du Spaß. Lass mal hier du machen. Handbremse. Vier Runden schon mal. Ah, Tom, das häng ist an der, ich häng an dem Bogen. Jungs. Tschüss. Okay. Er spult sich zurück, wow. Nein! So, wo sind denn alle? JK, wo bist du? Du musst auf die andere Seite. JK ist richtig an sich. Alter! Nein. Ich kenn das von Anfang an, dass man weil hier nein, ist der Ausrichtung. Erster, ihr Juden. Okay, ich, alle bitte Ruhe. Ich bin reich. Gizmo startet am Strand. JK startet am Dorf, Justin startet am Dorf, Nice Fiber startet an der Villa, Tom startet am Strand, Sören startet am Strand, Nico startet am Dorf, meine Arbeit startet an der Villa. Tom, am besten du fährst jetzt mir hinterher und nicht Gizmo. Doch, fahr Gizmo hinterher. Sprech's halt's Maul. Ich fahr direkt den Weg, also. Du fährst über Paris-Partys in Pein und kommst immer noch nicht in Mailand an. Nee, Nico ist schon wieder bei mir. Ja, irgendwie starten wir beide immer noch hier. Ja. Ich kann nichts dafür, das ist ein Randomizer hier. Jungs, alle Wege führen nach Rom. Nee. Auf dieser hier nicht. Alle Wege führen nach Savanni. Ja. Also. Soll ich denn hier am besten mal vor Gizmo? Nächster Zielort ist... Hatten wir schon. ist. Morehead Wind Farm der Aussichtspunkt. Oh, weiß, wer ist. Danke, oh, yo, ich hab noch von Weg reingefahren. Du hast gut gestellt. Der ist doch boah, scheiße. Ja, aus, Alter. Nein. Ja. Okay, ich hab Topspeed, ich weiß, wo ich lang fahre. Weil, yo, ich weiß, dass du jetzt anders fährst als ich. Mann, es kommt die Aussage, scheiß Brücke und bam! Junge, Gizmo ist einfach richtig, so mit Absicht nach links in die Brücke gefahren. Junge, das sah einfach richtig, richtig gewollt und nicht gekonnt aus. Gizmo ist einfach so schlecht, ey. Gizmo, du normal. Hast 300 Top-Speed, ne? 93. LOL! Bei mir ist bei 320. Bei mir ist bei 3.10 Ende. Bei mir deswegen, ich fahr jetzt... Oh nein! Traffic Chaos, Go-Kart, Hit Offroad fahren. Ich hab grad einen Purzelbaum gemacht, aber immer links halten. Links! Ne Go-Kart, mit Offroad. Hab ich euch so... Ja, wo seid ihr lang gefahren? Ne? Ich bin da. Ich glaub da. Wer ist da? Ich. Du nicht? Nein, bist du direkt an dem Aussichtspunkt? Jo, ist nicht da, der ist bei mir gestartet, niemals! Hä, hey, doch, Porten! Ich bin gerade unten beim. Gizmo, wo kommst du denn auf einmal her? Ich bin aber da. Vor mir! Jupp, ich bin da. Ich weiß nicht, was du ach, Kacke, ich bin vorbeigefahren! Scheiße! Gizmo, wieso bist du vorne? Du hast dich geportet, ich hab's gesehen! Nein! Doch, du bist auf einmal aufgetaucht da! Du hast deine Stadt! Das stimmt! Bei mir auch einmal der war hinter mir, hat sich ein Pausenmenü gemacht und war dann weg. Was? Tom, wenn du jetzt mal auswischen willst, ne? Gizmo, ich hab dich gesehen. Ja, aber wenn auch Sören direkt so reagiert. Vor allem, ich bin mit Fullspeed an ihm vorbeigebrettert. Nein, Gizmo, du warst gar nicht da. Doch, du bist auf einmal aufgetaucht. Ey, ich hab doch genau gesehen, was Okat gemacht hat. Ja, Jungs, ich nehm wieder den Sprung. Okat ist hinten bei der Brückenüberführung. Jo, wo bist du bitte? Und ich hab ihn.
hab dich. Jetzt wo du bist an der Brücke hingeblieben, bei welchem Sprung? Wie kommst du auf einmal auf eine andere Straße, die, wo man von da aus gar nicht hinkommt? Natürlich! Bruder, ich bin hoch. Moment, ich guck die CVR-Karte, wie die Nummer heißt. Natürlich, der eine. Du kannst gar nicht rausreden, wir haben es beide gesehen. Und Tom sagt, du hast. Tom war hinter mir. Weil ja, der hat es ja gesehen. Tom ist abgeflogen. Aber gut. So. Ich hab eine neue Straße gefunden. Wow. So, gut, das ist traurig, dass du noch nicht alle Straßen ich bin, hast. Ich bin die Windpark. Genau, Leute, ist komplett richtig. Jungs, ich bin Windparkstraße Überfahrt Richtung Windparkstraße hoch. Du kommst von da, wo du warst, gar nicht dahin, wo du auf einmal doch, warst. Doch, von Strand kommst nein, von der kommst Windstraße du auf die Windparkstraße. Und dann kommst du, und dann habe ich dich zwischen Granitstraße, Offroadparkstraße Nord und der Windparkstraße an der Kreuzung, bin ich an dir vorbeigeklettert. Bin dann in wie heißt der Aussichtspunkt nochmal, wo wir hin sollen? Morgengrünfarben Aussicht. Ich hab's gesehen, wie du auf einmal aufgetaucht bist. Nein! Du bist auf einmal aufgetaucht, du bist losgefahren. Nein! Und dann ist auf einmal dein. Vor allem, du bist bei mir aus der Kreuzung rausgekommen. Fahr da gerade rückwärts hin. Hab mich gedreht. Weißt du was, Sören? Scheiß Person. Warum? Ich fahr gleich mit dir mal die Strecke, wie ich sie gefahren bin. Gerade mal überlegen, wie los ist alles. Alter, an diesem einen Punkt bin ich, glaube ich, mal irgendwann 20, 10 ist Minuten Tom schon da? Gehangen. Nein, ist er nicht. Er dreht und fährt die falsche aber Richtung. Jo, ich bin schon da. Deswegen weiß ich nicht, was du falsch gemacht hast. Ist Tom schon da? Nö. Nein, aber ja, man kann so sagen, er ist in der Nähe. Beim da, wo Justin jetzt auf die Straße biegt, auf der Straße war ich. Junge, der Schotterweg da. Nein, aber doch nicht. Das ist mittig von Windpark. Jo, wo bist denn du lang gefahren? 320, 330. Jo ist einfach über die Autobahn gefahren. Und ich sag's jetzt nochmal. Ich bin vom Strand aus über Delfinstraße, Windparkstraße. Aber es korrekt, wir hätten es voll einfach gehabt. Ich bin genauso gefahren wie Okat am Anfang. Jo, was machst du? Ich Okat bin lost. Und Kolonnenlied. Ja, das stimmt wohl. Wer ist Kolonnenlieder? Kann mir mal bitte kurz jemand den Kolonnenlied geben? Warum? Wirklich. Jo, komm jetzt erstmal zum Ziel. Okay. Ganz in deiner Lieblingsspielecke, wo du ganz gerne einen Eliminator startest. Kann mir mal bitte ein Kolonnenlied geben? Wäre nett. Warte. Angekommen. Jetzt lass mich doch erstmal hierher kommen, Mann. Jetzt also bei mir ist er halt stehen geblieben und dann war. Nein! Hast du gemeint, Sören, meinte Sören, ja, der ist jetzt vor mir. Nein! Du bist bei mir rechts raus. Ich kann es auch nur mein Internet gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Ja, es muss dein Internet gewesen sein. Du bist bei mir rumgeleckt und bist Offroad geflogen und hast dich 30 Mal gedreht hinten bei der Überfahrt zwischen Delfinstraße und Windparkstraße Überfahrt. Wobei, du bist an der Wand hängen geblieben. Aber Jungs, du bist Jungs. Hängen geblieben. Wie sollst du auf einmal so viel aufgeholt haben? Weißt du, wie viel Topspeed der hat? Sören, du hast auf einmal so viel aufgeholt, Jungs, das kannst du gar nicht gestehen. Könnt ihr das nachher bitte diskutieren? Sören, nur eine kleine Sache so nebenbei. Wenn jemand Internetprobleme hat bei dem anderen, dann fährt er nur geradeaus und dreht sich nicht. Ganz logisch. Ist an der Wand hängen geblieben. Ja, aber ja, Gizmo meinte doch gerade, dass das bitte nachher Dings sich gedreht hat. Nico, bitte kannst du mit mir kurz die Strecke fahren? Ich will sie, Sören. Nein. Ich will das zeigen. Könntet ihr das nachher bitte machen? Ich möchte jetzt erstmal hier. Wie viele Runden sollen wir noch spielen, Nico? Eine. Ich würde sagen, das war schon genug, oder? Nein. Die Ruhe, das ist wir sind noch nicht über 10 Minuten. Das ist eh sollte genug. Das ist jetzt die sechste Runde oder so? Das ist jetzt, das war jetzt Runde 6. Achso, ja dann. Wie viele Runden machen wir? Jungs, ich bin da. Eine Runde machen wir auf jeden Fall noch, je nachdem wie schnell die zu Ende geht. Richtig. Sind alle da? Oh nein. Nein, nice, was ich bin da schon. Gizmo startet der Villa. JK startet an Dorf. Justin startet an der Villa. Nice Fiber startet am See. Tom startet am Strand. Sören startet am Dorf. Ja. Nico startet am See. Und meine Wenigkeit startet an der Villa. Gizmo? Ich bin lost, ich bin allein. Gizmo habe ich doch direkt am Anfang gesagt. Ja. Soll ich jetzt bei mir eventuell aufnehmen? Nein. Als Beweis? Alter. Nein, Gizmo brauchst du nicht. Ich glaube dir. Bin ich jetzt alleine? Nein, da ist jemand. Ja, Mann. Ja. Ist Tom jetzt der Einzige, der am Strand startet? Ja. Na, das ist am besten hier hinterher.
Das am besten ist nicht schön, dass das Tom jetzt ein bisschen brauchen wird. Ja, sag Ziel. Okay. Den alle? Ja. Ja. Yep. Das ich hab den Fokus. Ziel befindet sich an der Quarry. An was? Ein Steinbruch. Oh, ja, okay, gut, tschüss, ne? Hey, ich hab den. So, das muss dein Kommen. Fahren wir am besten zusammen, damit keine. Nein. Oh, das war die falsche Seite. Ich bin auf der falschen Seite von Amos. Wer ist denn hinter mir? Alter Porsche mit dem Huni, mit dem Raubel-Body-Kit. Und Huni, das ja, bin ich. Bist du Bude? Ja. Okay. Geh rein. Ach kacke, ich bin in die falsche Richtung abgefahren. Ich wollte auch gerade sagen, du bist falsch. Gib mal Gas. Ja, ich geb Gas. Ich bin jetzt hier mit 250 unterwegs. Alter, wie ist das? Oh! Wow! Mit einfach, Alter! Wir haben gerade Pandem-Drift gemacht. Ich würde sagen, wir das Ziel in der, im Stein ist einfach unten in dem Wasser. Im Wasser. Drin. Man darf auch reinspringen. Nein, man muss ja schon relativ hinfahren. Das sind schon Offroad-Wege, die direkt dabei. Man sollte wirklich die Offroad-Wege nutzen, nicht einfach den Sprung dann nehmen. Keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Also für uns ein langer, ewiger Fahrtvorderweg. Vor allem für Tom, weil er nicht wissen, wo er hinfahren muss. Ich weiß, ich kann nur wieder auf die Straße dazu. Stimmt, da haben wir Tom noch in der Folge gemobbt, die niemals online kommen wird. Ja, wahrscheinlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Tom jede Folge gemobbt wird. Nico! Ja, ich check's mal. Jo, Baum! Warte, Jack hatet auch hinter uns. Naja. Alter, ich hab halt Heckantrieb. Schaden fahren. Nico, du bist halt schlecht. Mega. Nico, das war aber nicht dein Gefahr. Alter! Ich hab die Hefferer hier ins Auge genommen. Autsch. Tschüss. Na? Das ist der falsche Weg da, sag ich nur. Darf man reinspringen? Nein. Gibt ja keinen normalen Linksweg. Der Sprung ist verboten. Ja, ja, wer kommt da? Jo, dreh um! Da bin ich schon. Hä, warum? Weil wir doch hier hochfahren, da wo wir immer stehen, zu dem anderen Sprung. Nein, ich bin nicht. Egal. Und wir dürfen ja nicht springen. Wegen. Und wie? Nein! Ah, okay, wow, ich bin runtergefallen. Ach, lol. Lol. Weißt du jetzt, was ich meine? Ganz ehrlich, hast du mir doch noch in den See runter reinfahren? Reinfahren, ja, springen. Erster! Achso, ich hab gedacht, wir sind direkt an die. Alter, ich bin sowas von den falschen Weg gefahren. Ja, wie gesagt, im Dings Steinbrunnen okay. Nicht Offroad fahren. Da komm ich nicht mehr hoch. Ja, da muss ich runterfahren. Das ist mir aber auch passiert, ich hab auch zu spät gebremst und bin dann einfach eine Etage runtergeflogen. Das ist einfach so dumm. Ich! Hui! Ich bin auch da. Zweiter. Dritter. Nico, ich bin Eingang nicht gesprungen. Ich bin, Alter, guck mal. 20. Ich bin in U-Boot. Alter Sören. Das ist doch irgendwie ganz woanders. Das Geilste ist, ich bin ja nicht gesprungen. Ich bin aber gefallen. Hätte ich eigentlich irgendwo früher abgegeben? Oh. Ja, ich bin den falschen Weg gefahren. Gizmo, du bist links, links, geradeaus weiter links. Ich kenne den Weg zum Steinbruch. Ah, da ist der Spielplatz. Hat man gemerkt, aber der Oma hat doch irgendwo einen Aussichtspunkt. Du wärst schon längst da, wärst du richtig abgebogen. Ich hätte, ja, das hab ich auch hätte von der Villa einfach Richtung Autobahn fahren müssen. Und nicht ja, ich wäre auch längst da. Du musst jetzt nochmal einmal außen rumfahren, Gizmo. Ja. Ja, stimmt, Lul. Gizmo muss echt einmal außen rumfahren, da gibt's ja gar keinen Weg, wo er fährt. Gizmo, einmal außen rum, bitte. Ganz ehrlich, bin schon da, jetzt kann ich endlich den Joke itself machen. Nitzfieber muss hier ins Wasser rein, ne? Ja gut, die 2 Zentimeter hier. Das ist kein eingezeichneter Weg, Gizmo. Gizmo, ey. Das ist kein gestrichelter Weg. Ach JK, du warst schon da, okay, ich hab mich gerade gewundert, warum du da aufgetaucht bist. Oder fehlt bei mir, oder bin ich der Einzige, wo oben bei dem, wo du reinspringst. Gizmo? Ja, das weiß ich, ich geb's zu, das war... Let's go duschen, Junge. Aber ich bin abgeflogen, ohne Scheiß. Achtung, wir kriegen gleich einen Springer. Ja, Tom? Der Blitzer. Warum bist du nicht Justin hinterhergefahren? Ins Wasser! Ich weiß, dass ich hier bin. Nein, du bist da nicht richtig. Du bist an mir vorbeigefahren. Scheiße. Wenn du hinterherfahren müsstest, dann wärst du jetzt da. Moin. Du bist echt falsch.
Tom, du musst zurück und dann da abbiegen, wo Tom reingefahren. Justin wo reingefahren. Justin. Oh, du kannst auch einmal aus dem Rennen noch fahren. Abbiegen können. Ja, hüpf. Ja, da musst du runterspringen, da musst du runterspringen. So, und jetzt musst du nein. Rechts. Jetzt musst komm, Tom. Zieh ja. Geradeaus durch, Tom. Nein. Der Werfer ist reingeflogen hier. Nee, Tom, ey, du fährst falsch. Justin. Ja, Alter, das halt die Schnauze, ganz ja, ehrlich, es reicht langsam. Das war schon am Anfang nicht mehr nicht lustig und es ist jetzt erst recht nicht mehr lustig. Was? Er sagt jetzt mal irgendwas, ich hab den noch gemutet. Besser so. Hä, hey, wen hat er gemutet? Gizmo. Lol. Gizmo. Jetzt musst du, rechts und dann fährst du links. Bring! Ich fährst so lange am Rad, bis ich die 60 Millionen hab. Oh, wer ist das? Jetzt fährst du, rechts und dann links. Jetzt fährst du links. Weil ich lost bin. Weil keiner da ist. Geradeaus. Es ist egal, jetzt kannst du einfach durchfahren geradeaus. Also meine Reifen, meine Felgen, meine Felgen, meine Bremsen glühen angeblich. Ich bin im Wasser. Hm. Okay, noch eine Runde oder was? Nein, das ist was. Ja, stopp. So, ich würde sagen, weil das einfach witzig war und eine nette Runde war, würde ich sagen, mit diesem schönen Abschlussbild hier, wo alle schön baden sind, außer Kack. Außer wo ist Jo hin? Ich bin am Wilson drehen. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.